Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Backen mit Christina. Wenn ihr mal schnell auf einer Suche nach einem frischen Jausengebäck seid, dann sind die Wickerl genau das Richtige. Für den Teig brauchen wir Wasser, Weizenmehl, Roggenmehl, Germ, Kümmel, Salz und Backmalz und Zucker. Für den Germteig geben wir jetzt wieder das Wasser in die Schüssel. Dann kommen das Weizenmehl, das Roggenmehl, Zucker, Salz und Backmalz, Kümmel. Man kann den Kümmel natürlich auch weglassen, wenn man den überhaupt nicht mag. Das ist gar kein Problem. Man muss dann auch nicht irgendein anderes Gewürz dazu tun, statt den Kümmel. Einfach weglassen und ganz normal weiterverarbeiten. Und dann kommt noch die Germ dazu. Die bröseln wir jetzt wieder da drauf. Und dann kann man schon kneten. Der Teig von den Jausenwickerl ist jetzt soweit fertig. Knet man noch einmal ganz kurz durch. Und dann muss er wieder ein bisschen rosten. Wir gehen ihn zurück in die Rührschüssel, decken ihn zu und lassen ihn jetzt ungefähr 20 Minuten stehen. Danach werden wir die Wickerl formen. So, den Teig von den Jausenwickerl haben wir jetzt rosten lassen. Der ist jetzt ein bisschen aufgegangen. Jetzt nehmen wir aus der Schüssel. Nehmen ein bisschen Roggenmehl zum Formen. Machen jetzt einfach eine Rolle und stechen da dann ungefähr gleich große Teigstücke ab. Es ist jetzt nicht so tragisch, ob das eine ein bisschen größer ist oder das andere ein bisschen kleiner. Wenn man es unbedingt alle gleich groß haben möchte, dann müssen wir es einfach abwiegen. Ich würde so pro Teigstück ungefähr ein Gewicht von 70 bis 80 Gramm empfehlen. Ich nehme jetzt die Teigstücke nacheinander, forme die dann in der Hand einfach zu Kugeln. Und wichtig ist da jetzt, dass diese Kugel dann nicht mit der glatten Oberfläche nach oben aufs Backblech gelegt wird, sondern mit der faltigen und aufgerissenen Oberfläche. Und je mehr Falten das da drinnen sind, desto schöner wird dann das Wickerl. Man ist immer dazu verleitet, dass man schaut, dass die Oberfläche möglichst glatt ist. Aber die glatte Seite ist nicht immer die Seiten, die dem Gebäck dann eine ganz schöne Krusten gibt, sondern das ist die Seiten mit den Risse drauf. Und so gehen die Wickerl auch ganz schnell zu machen, weil man muss sie nicht sonderlich bemühen. Sondern einfach nur schauen, dass man genügend Falten hat. Und so schnell geht's. Und man hat fertige oder zumindest fertig geformte Wickerl. Die kommen jetzt aufs Backblech. Man kann es ruhig ein bisschen niederdrucken, weil aufgehen dann sie im Ofen sowieso wieder. So. Und jetzt besprühen wir es mit Wasser. Besieben die Wickerl mit ein bisschen Roggenmehl. Man könnte auch, wenn man das möchte, ein grobes Salz und einen Kümmel drauf streuen. Das ist je nachdem, wie man das selber gern mag, vom Geschmack her. Oder man macht einen Teil so und einen Teil so, dann hat man gleich zwei verschiedene Sorten Wickerl. Und jetzt lassen wir es ganz kurz stehen, so 5 bis 10 Minuten, dann kommen es gleich in den heißen Ofen bei 210 Grad. Backt man es dann idealerweise mit Dampf oder mit Eiswürfel, so dass man eben einen Dampf im Ofen hat. Und 20 Minuten später sind dann
die Weckerl genussfertig. So, nach einer Backzeit von 20 Minuten sind die Weckerl jetzt auch schon fertig gebacken. Man kann wieder den Klopftest machen, hinten drauf klopfen, wenn es schön hohl tut, sind sie durch. Jetzt müssen wir es nur noch ein bisschen auskühlen lassen und dann kann man sie schon am besten zur Jause schmecken lassen.